Moin ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Mandy. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Sundown Workout, zu unserer vierten Session. Heute beginnen wir mit einem Warm-up und gehen über zu einer dynamischen Bewegung für die Arme und für die Beine. Dazu braucht ihr Hanteln oder Wasserflaschen, das was ihr da habt. Let's go! Drei. Und wir laufen wieder. Ganz gemütlich, Bauch ist fest, Po ist fest. Arme gehen schön mit. Knie hoch. Atme nicht vergessen. Wir gehen auseinander und ziehen. Bauch ist gerade, Schultern unten. Und wieder hoch, Knie hoch. Beine auseinander. Drei, zwei, die
letzten hier. Und wir laufen. Atmen tief durch. Gehen ein Stück nach vorne, dass ihr hinten Platz habt. Und gehen runter, schräg und pump, pump, pump. Andere Seite. Jede Seite noch einmal. Und ein letztes Mal. Kommt hoch und nehmt euch die Hantel bzw. die Wasserflaschen. Okay. So, wir haben unsere Hanteln, unsere Wasserflaschen. Ich stelle dich mal zur Seite, auf die Seite, damit ihr seht, wie ihr am besten steht. Bauch ist fest, Rücken gerade. Leicht gebeugte Knie, Schultern unten. Arme davor. Und im Wechsel rauf und runter. Erst rechter Arm, linker Arm. Atme nicht vergessen. Genau. Noch 4, 3. Noch 2. Die letzten hier. Kurze Pause. Lockert alles aus. Wer es ein bisschen dynamischer haben möchte, nimmt die Beine dazu. Das heißt, wieder schön gerade hinstellen. Wenn der rechte Arm hochgeht, geht das linke Bein nach hinten und wechselt. Linker Arm, rechtes Bein. Rechter Arm, linkes Bein. Hier ist es wirklich wichtig, Bauch anspannen. Rücken festmachen, okay? Weil sonst kann es dazu kommen, dass ihr Rückenschmerz bekommt. Gerade in der Schulterpartie. Was ihr danach auch gut machen könnt, einfach gerade runter hängen lassen. Aufrollen und Schulterkreisen. Das könnt ihr am besten heute bei jeder Übung machen. Ihr werdet es auch merken, ihr werdet heute viel die Schulterpartie beanspruchen. Was noch wichtig ist, die Sätze. 10 Stück jeweils, jede Seite 10 Mal, kurze Pause und dann wieder 10. Also 3 Mal 10 Stück machen, das schafft ihr. Die nächste Übung kommt. So, meine Lieben, wir kommen zur nächsten Übung. Auch hier wieder hüftbreit hinstellen, Bauch fest, Rücken gerade, leicht gebeugte Knie. Und dann auf und zu. Immer wenn es schwer wird, ausatmen. Provisorisch einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Locker lassen. So, wir bleiben auch gleich in unserer Position, das heißt hüftbreit, Knie gebeugt, Bauch fest, Po fest, Arme in U-Form neben uns und nach oben. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Haltet mal oben. Haltet einfach mal. Bauch schön festmachen. 3, 2, 1. Und langsam nach unten. Nächste Übung. So, wir kommen zur nächsten Übung. Wir brauchen eine Hantel bzw. eine Flasche. Wir stellen uns wieder hüftbreit hin. Das ist heute unser Grundstand. Bauch fest, Knie leicht gebeugt, Po fest. Die Hantel nach oben nehmen. Ellenbogen abbeugen und hochstrecken. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Ich zeige euch das einmal noch von der anderen Seite. Dann kann ich auch mal den schönen Blick genießen. Und. Noch 3, 2, 1. Locker nach unten. Entspannt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
So, meine Lieben, das war unsere vierte Session. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Falls ihr wieder irgendwelche Anregungen habt, Wünsche habt, schreibt uns. Hashtag stay home, bleibt gesund und wir sehen uns wieder.